Moin Leute und herzlich willkommen zum ersten Teil der Werkstatt-Umbaureihe. Ich befinde mich hier gerade in der Moped-Garage. Hier steht noch das Moped, das ich restauriert habe. Das wird demnächst verkauft. Und ja, ihr seht selber, die ist sehr unordentlich und klein und... Ui, was haben wir denn hier? Und außerdem sehr zugekramt und nicht ideal, auch mit dem Plan hier. Und hier beginnt also jetzt die nächste Videoreihe. Ich weiß nicht, wie viele Videos dazu geben wird. Wahrscheinlich entweder nur eins oder zwei Stück oder so. Und in dieser Videoreihe werden wir diese Garage zu einer geilen Simson-Werkstatt umfunktionieren. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Zusehen. Jetzt wird erstmal die Garage ein bisschen aufgeräumt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Jo Leute, ihr seht's. So viel Platz kann man haben, wenn man mal ein bisschen aufräumt. Blendet das mal bitte aus. kommen wir jetzt mal zum Plan, wie ich das Ganze hier umbauen werde. Und zwar wird von dort vorne 3 Meter lang eine Werkbank hingebaut. Dann darüber 2 Lampen und 4 Steckdosen. Dann kommt nach da hinten eine Wand, die die Campingmöbel mit dem hier abtrennt. Und ja, da hier so der Platz wird dann freigeräumt, da stehen noch ein paar Pakete. Da kommt dann die Hebebühne hin und so. Und hier kommen dann noch 3 bis 4 Schwerlastregale hin zum Lagern von allen Sachen und noch 2 Steckdosen. Das hier oben wird genauso wie hier auch mit restlichen Paneelen, die wir noch zu Hause haben, dann ausgekleidet und da kommt dann noch eine 2. Lampe ran. So ist also erstmal der Plan und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Baumarkt wieder. So Leute, wir sind jetzt hier im Baumarkt unseres Vertrauens und haben jetzt hier schon mal verschiedenes Kantholz eingepackt. Das, was ich geplant hatte, das war ein bisschen zu groß und auch zu teuer. Deswegen haben wir jetzt hier so ein Holz genommen. Werdet ihr dann, wenn ich zu Hause bin, nochmal genauer sehen. Und ja, jetzt holen wir noch die Arbeitsplatten. Arbeitsplatte für die Werkbank. Und dann geht's wieder nach Hause. So Leute, nächster Tag, jetzt geht's weiter. Heute machen wir uns, beziehungsweise ich, mich an den Bau der Werkbank. Die Werkbank wird ca. 90 cm hoch, dann in die Länge 2,6 Meter und nicht 3 Meter. Das mussten wir gestern nochmal überwerfen, diese Idee, weil die Arbeitsplatte halt, da gibt es nicht so wirklich welche Preiswerte, die 3 Meter lang sind und die sind auch schwer zu transportieren, deswegen 2,6 Meter jetzt und des Weiteren noch 60 cm in die Tiefe. Die ganze Werkbank werde ich so konstruieren, dass ich 3 Füße habe, wie ihr jetzt zum Beispiel auch sehen könnt, und diese Füße werde ich dann am Ende mit Dachlatten halt verbinden, sodass man dann eine stabile Unterkonstruktion hat, worauf dann die Arbeitsplatte kommt. Die Füße im Allgemeinen werde ich dann noch mit Zapfenverbindungen befestigen und schrauben, sodass es wirklich sehr stabil ist. Mal sehen, wie ich das hinbekomme. Zapfenverbindungen habe ich noch nie gemacht. Und ich würde sagen, zuerst sägen wir das Holz mal auf die richtige Länge zu. So Leute, ich bin jetzt fertig mit Sägen. Wir haben 6 90er Stücke und 6 60er Stücke. Und jetzt kann ich euch demonstrieren, wie so ein Tischbein, sage ich mal, aussieht.
zwar haben wir zwei 90er und dann kommt unten unter diesen 90er ein 60er und obendrauf kommt nochmal so ein 60er und die bleiben natürlich nicht hier einfach so drauf, sondern ich werde hier jetzt Zapfen reinmachen. Wenn ich weiß, wie Zapfen aussehen, hier mal ein kleines Bild. Und quasi werde ich die dann hier rein versenken, sodass das dann auch nicht mehr so hoch ist. Und ja, als nächstes werde ich jetzt mal mir die Zapfen aufmalen. Let's go! So, der Zapfen wird 6 cm lang. Und da das hier 8 cm sind, werde ich mir einen Zapfen von 2 cm machen, von 2 cm Stärke. Also einmal hier, einmal hier. So in etwa sieht dann der Zapfen aus. Quasi schneide ich das hier weg und das hier weg. Und übrig bleibt dann dieses Stück hier und das ist dann der Zapfen. Bei den 90er Stücken ist es im Prinzip dieselbe Zeichnung. Nur, dass dann halt das hier rausgeschnitten wird und nicht das und das, denn das bleibt übrig. Und hier wird dann der Zapfen der 60er reingesteckt. Wir sehen uns jetzt beim Aussägen wieder. So Leute, alles ist gesägt. Hier seht ihr die Zapfen von einem Stück zum Beispiel. Und jetzt kümmere ich mich um die Aussparung bei den 90ern. Und ja, das mache ich mit einem Stechbeitel und einem Holzhammer. Und ja, mal gucken, wie das funktioniert. Das scheint ja schon mal gut zu funktionieren. Uhr 28 nachts. So Leute, und damit ist die erste Aussparung geschaffen und das Ganze werde ich jetzt noch bei den anderen wiederholen. Wie ihr seht, die Zapfenverbindungen passen auf jeden Fall zueinander und auch wenn es nicht wunderschön ist, aber es erfüllt den Zweck. Und für mehr Stabilität werde ich jetzt diese Schrauben hier noch da reinschrauben. Dafür bohre ich jetzt erstmal vor. So Leute, und schon haben wir das erste Stück und das ist auf jeden Fall gut stabil. Hier kommt trotzdem noch eine Diagonale zwischen und ja, das werde ich jetzt nochmal erstmal bei den anderen wiederholen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Diagonalen mache. Da das ja hohl ist hier, können wir das quasi einfach hier drauflegen und dann mit einem Kuli oder Bleistift halt einfach das anzeichnen, wo gesägt werden muss an der Diagonalen und dann hat man einfach so eine Diagonale, die dann zur Verstärkung dient und das werde ich jetzt bei den anderen auch noch machen, sägen und dann einbauen. Wir springen jetzt weiter zum Einbau. So Leute, also wie ihr sehen könnt, die Diagonalen sind geschnitten, die passen wirklich wie angegossen. Und die werde ich jetzt genauso verschrauben wie hier auch, also mit Schrauben und Vorbohren.
Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig ist. So Leute, die Tischbeine sind jetzt sozusagen fertig. Insgesamt haben wir 3 Stück. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und die werde ich jetzt mal auf Position stellen. Die Tischbeine sind jetzt richtig aufgestellt. Ich musste gerade mit der Stauer feststellen, dass die Wand hier gar nicht gerade ist und jetzt hier auch eine Lücke ist zwischen den Tischbeinen. Aber egal, da mache ich einfach noch eine Latte zwischen, damit da nichts runterfällt. Zwischen diesen Tischbeinen kommen jetzt noch solche Dachlatten, damit das alles zusammenhält. Und am Ende kommt dann noch die Tischplatte drauf. Ich werde die jetzt zusammensägen und ihr seht jetzt erstmal den Einbau von diesen Dachlatten. So Leute, es ist vollbracht. Die Werkbank ist fertig. 2,6 Meter lang, 90 cm hoch. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier muss ich noch ein Brett anbringen, weil die Wand hier ist nicht ganz gerade und da war ein Schlitz. Dieses Brett nehme ich dann einfach für Sachen wie Bremsenreiniger, stehe ich dann da drauf. Und als nächstes werde ich dann über der Werkbank 2 French Cleat Regale ranbauen, wenn ich weiß, was das ist. Hier mal kurz ein Beispielbild. Und ja, das folgt im nächsten Teil. Und abonniert den Kanal, um den nächsten Teil nicht zu verpassen. Und lasst auch gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao.